Damit wieder herzlich willkommen hier wieder zu einem Sneak Peek. Und zwar gucken wir uns heute einfach mal Hello Neighbor 2 an. Wir schauen mal, ob das Ganze was für unseren Kanal ist. Falls ja, werden wir weitere Folgen auf jeden Fall bringen. Falls nein, wird es eine Einzelfolge sein, wo wir einfach nur das Spiel und das Gameplay uns mal einfach in Ruhe anschauen. Und wir gucken direkt rein. Okay, das scheint der böse Nachbar zu sein. Der Kinder entführt. Okay. Er hat uns auf jeden Fall gesehen, wie wir Fotos gemacht haben. Und jetzt kommt er mit einer Schaufel um die Ecke. Das ist ein komischer Wagenschlüssel, aber okay. Warum? Mach mal Licht an. Was war das denn jetzt auf der Straße? War das jetzt ein Kind? War das ein... Ja. Okay. Also wir sind hier in einer Scheune. War das jetzt ein Kind, ein Tier? Was sind wir denn jetzt gerade ausgewichen? Ah, cool. Mal hier machen. Oh, okay, das kann ich noch nicht machen. Oh, was ist das denn hier? Ein Schlüssel. Okay. Zahnrad. Wofür wir auch immer dieses Zahnrad benötigen. Weil wir haben doch hier alles. Alles drin. Okay. Ah, lol. Okay. Hier können wir noch was. Ah, blau. Ah. Oh, ist das so ein rätsellastiges Ding? Oh, nee, bitte nicht. Okay. Warum können wir... Was ist das? Steine? Oh. Okay, das macht Geräusch. Oha. Okay. Was ist das? Ah, noch ein Zahnrädchen. Diesmal ein grünes. Okay, okay, okay. Jetzt wird uns noch ein rotes. So, wo könnte jetzt das rote Zahnrädchen noch sein? Meine Güte. Achso, warte mal, wir haben doch die Crowbar, aber... Wie kann ich... Kann ich ihn jetzt auswählen? Gibt es hier irgendwie ein Inventar? Oh, es gibt ein Inventar. Okay. Oh, es wird rätselig. Ja, es wird wieder rätselig. Das könnte dann wieder... Warte mal, den Stein nehme ich aber mit. Weil... Den können wir gut für Verteidigung und so nutzen. Also, hoffentlich. Können wir vielleicht damit irgendwelche Leute abwerfen. Das wäre auch schön. Okay, wo sind wir hier? Eine Taschenlampe wäre auch nicht verkehrt. Ach, gedrückt halten, oder wie? Lol. Okay. Ach, hier war das letzte Zahnrädchen. Okay. Gibt es Fallschaden in dem Spiel? So, jetzt kann ich den Hebel bedienen. Jawohl! Oh, da ist doch da. War das nicht das Haus von dem. Von dem Nachbarn? Mit dem Kind? Also, weit werfen kannst du aber nicht. Oder? Nee, auf jeden Fall kannst du nicht sehr weit werfen. Was passiert? Ist meine Kamera.
Ja, es ist ein Ausweis. Okay, was ist jetzt los? Frames? Seid ihr noch da? Oh, uns geht's nicht so gut. Und hinter uns geht ein Fernseher? Mehrere Fernseher. Lol, haben wir... Was ist jetzt passiert? Hey, saß. Okay. Es sind Überwachungskameras. Die Polizei hat ihn hier verhört. Guckt's euch an, jetzt geht er hier zurück zu seinem Haus. Nee, doch nicht, ist eine Aufzeichnung. Okay. Was kann ich jetzt machen? Also, der böse Nachbar hat sich auf jeden Fall meine Kamera gekrallt. Warum? Also, warum wissen wir? Weil wir haben ja ein Foto gemacht, wie er ein Kind da entführt. Heißt es, wir müssen jetzt zu dem Haus zurück, um unsere Kamera wieder zu kriegen? Um die Beweisfotos zu holen. Also die Grafik, muss ich ja sagen, dieses Comicartige gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr gut. Das hat seinen Charme. So, warte mal, ich kann ja springen, ne? Warte mal, kann ich hier einfach so... Blub! Jawohl! Adventure Time! Wo sind wir denn hier? Was ist das denn? Oh lol, der hat hier über... Okay, sehr dezent. Überwachungskameras, geil. Alter, was hat er denn hier für eine Überwachungsstation? Vor allen Dingen... Also mich als Nachbar würde sowas ja komplett ankotzen, wa? Also wenn hier irgendwer irgendwelche anderen Häuser filmt, vor allen Dingen auf meinem Grundstück, da wäre ich ja... Da wäre ich ja ein bisschen ungehalten. Das sieht aber ein schönes Haus. Also, das hier sieht sehr nice aus. Das heißt, wir gehen jetzt zu dem Nachbarn und verlangen jetzt unsere Kamera erstmal wieder, oder was? Wäre das eine Option? Wo ist denn der Nachbar? Wo ist denn... Da. Das ist doch bestimmt sein Haus hier, oder? Ey. Du hast meine Kamera. Das ist mein Eigentum, Freundchen. Ich will die wiederhaben. Komm mal her jetzt hier. Wo bist du? Ey, du! Nee, du bist gar nicht der Typ. Hat er mich einfach jetzt vom Grundstück hier entfernt? Aber, warte mal. Da ist die Scheune. Warte mal, ist das nicht die Scheune, wo wir reingeknallt sind? Genau, da steht doch noch unser Wagen. Genau. Hier. WCR-TV. Oder liegt die Kamera noch hier? Nee. Ey, der hat die mitgenommen. Der hat die einfach mitgenommen. Haben wir überhaupt noch was im Inventar? Oh ja, wir haben die Steine noch und die, die Crowbar. Also dann muss es doch der da sein. Warum gibt denn der uns die Kamera nicht wieder? Genau, geh unbewaffnet rüber. Ja, warum? Das ist doch mein gutes Recht, hier mir einfach mal meine Kamera geben zu lassen, oder nicht? Mach hier auf. Wo ist meine Kamera? Warte mal, ist das jetzt nicht... Warte mal, können wir wieder zumachen? Das ist ja Hausfriedensbruch, was wir jetzt hier treiben, ne? Also. Ist er noch da? Er ist noch da. Okay. Ich glaube, wir müssen sogar so rein und dürfen uns nur nicht von ihm erwischen lassen. Oh, warte mal, können wir hier durch den Keller? Aber hier gibt es ja auch noch so einen Eingang. Nee. Schade. Das ist auch die Frage. Hört der? Also, ja, wahrscheinlich würde er uns hören, oder? Also. Wenn wir jetzt hier Geräusche machen, dann hört er uns wahrscheinlich, oder? Was ist da oben? Sieht sehr, sehr komisch aus. Ach, guck mal an. Blaues Haus, da ist dieser creepy Nachbar. Mit zwei Kindern. Ich kann den Kühlschrank aufmachen. Ich hätte jetzt gedacht, wir können das Bild mitnehmen. Vier. Was soll mir das sagen? Oh, nee. Ich habe jetzt Angst, wenn ich darauf klicke, dass ich den Wecker stelle. Und das... Oh, warte mal. Hier hat er so ein Abbild von seinem eigenen Haus gemacht? Oh, ich kann hier reingucken.
höre ihn sogar. Ich höre seine Steps. Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Wir machen mal die Tür vorsichtshalber auf. Einfach für Fluchtweg. Okay, warte mal. Kommt der jetzt? Okay, er kommt. Also, ich bin nicht mehr auf deinem Grundstück. Du kannst nichts tun. Ich will eigentlich nur meine scheiß Kamera wieder haben. Wird doch wohl nicht so schwer sein, mir meine Kamera wieder zu geben. Kann ich jetzt von vorne rein? Ich könnte jetzt von vorne rein. Ja, oder auch nicht. Shit. Okay, er kommt auf jeden Fall wieder raus. Und was hat es mit dieser 4 auf sich? Also, warum haben wir so einen Block mit einer 4 gefunden? Im Kühlschrank vor allen Dingen. Wer hebt denn sowas bitte in seinem Kühlschrank auf? Also ich habe Nahrungsmittel in meinem Kühlschrank. Und nicht irgendwelche Spielzeugblöckchens. Aber okay, also er hört uns auf jeden Fall. Und wir können ihn von A nach B ziehen, wenn wir wollen würden. Oh, schön. Was war das? Oh no, können wir uns in den Schränken verstecken? Okay. Ah, okay. Ich habe, glaube ich, gerade versehentlich die Wanne angemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob er reinkommt. Wahrscheinlich, oder? Also ich meine, was kann schlimmstenfalls passieren, wenn wir jetzt rausgehen? Also, er fängt uns und schmeißt uns aus seinem Haus. Das fände ich jetzt nicht so wild, sagen wir es mal so, ne? Also solange ich nicht dabei sterbe. Okay, er ist nicht hier. Knarzt was. Okay, ich kann nicht nach oben, dafür brauche ich eine Schere. Wo finde ich denn jetzt hier eine Schere? Ich habe gerade nur ein Ha gehört. Ist er noch draußen? Ja, okay. Gott! Okay. Kann ich hier in die Schubladen reingucken? Nee, können wir nicht. Wo könnte sich eine Schere verstecken? Was ist das denn? Das Maul. Eine 8. Also ich könnte noch... Was? Ich kann... Ach so, ich habe zu viele Sachen dabei, oder was? Oh no! Komm mal her. Shit. Ah, jetzt muss ich hier jeden Stein einzeln rausschmeißen, oder wie? Immer? Nein, den will ich... Ja, okay, warte. Ich schmeiß mal die ganzen Steine kurz raus. Aber wenn ich nur begrenzten Platz habe, dann will ich die 8 mitnehmen. Und hier ist ein Zahlencode. 4, 8... 2? Hätte er sein können. Hm, okay. Schere. Eine Schere ist ja... meistens in der Küche. Oh. Ich glaube, er hat mich gehört, oder? Nee. Hat er nicht... gehört? Ich weiß nicht, ob der, wirkt... Oh, warte mal, hier ist ja die Küche. Stimmt, wir waren ja hier. Ob er uns wahrnehmen kann, wenn wir hier so stepmäßig rumlaufen? Nimm doch das Messer! Oder hier ein Messer aus dem Messerblock! Damit können wir doch auch die... die Bändchens durchschneiden. Oder nett. Ich will nur meine scheiß Kamera wieder haben. Oh, was ist denn das? Okay.
Oh, warte mal, hier könnte er uns, glaube ich, sehen, ne? Ja, kann er. Shit. Kommt er jetzt hier rein? Nee, ne? Zwei. Ich kann hier auch nichts aufnehmen. Okay. Gut. Also wir haben zwei Zahlen. Wir bräuchten eine Schere, um nach oben zu kommen. Wir können mit nichts hier interagieren. Lol. Kann ich die Crowbar nehmen und das einfach kaputt hauen? Nein. Kann ich natürlich nicht. Aber warte mal, kann ich von der anderen Seite? Kann ich hier hoch? Geht das? Lol, ich kann hier hoch. Lol. Was ist er denn? Okay. Und hier ist eine Zeichnung. Also ich würde sagen, das ist das Haus, wo wir gerade drinnen sind, weil da ist die Scheune. Hier ist noch ein Haus, hier ist ein irgendwas mit einem X gegenüber. Okay. Und hier ist noch ein Haus. Könnte ich in andere Häuser reingehen, um mir Sachen zu holen? Warum ist hier Blut? TM, was kann ich denn damit machen? Oh, könnte ich hier draus Mom machen? M-O-M? Mami? Nee, doch nicht. Okay, wir müssen uns anscheinend auch die Bilder angucken, weil vielleicht verbirgt sich ja dahinter was. Okay, gut zu wissen. Schauen wir nochmal, ob wir irgendwo noch andere schöne Bilder finden. Und vielleicht versteckt sich ja dahinter... Okay. Hat er nicht gehört. Vielleicht versteckt sich ja dahinter dann irgendwo noch eine Schere. Oh, was haben wir hier? Kann ich nicht aufmachen. Schade. Haben wir hier irgendwas? Nee. Hier haben wir auch nur einen Schrank. Hier oben irgendwas? Nee, auch nicht. Oh, hier ist noch eine 1. Also, wir haben 8, 4, 1. Was ist das hier? Das leuchtet einfach nur rot, okay. Wir können es... Also, wir wissen ja auch die Reihenfolge nicht, ne? Oh, warte mal, hier könnte ich die Crowbar benutzen. Warte, die haben wir ja. Um. Was habe ich hier? Um eine Puppe zu nehmen. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt weiß ich, was ich mit der Figur da oben machen muss. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir holen uns jetzt ganz schnell mal die Figur von hier oben. Weil wir haben ja auf dem Bild gesehen, was hier gezeichnet wurde. Warte. Nee, auf dem nicht. Wo hatten wir denn das Bild gehabt? Mit dem Nachbarn und den Kiddies. Hier vorne, genau. Ne, da hatten wir ganz links das Mädchen, in der Mitte den Jungen und ganz rechts den Typen. Das heißt, so, ich nehme mich nochmal. Dahin. Und jetzt brauche ich noch das Ding von dem Jungen. Haben wir denn noch was in der Dusche? Aber hier. Das heißt, die Dusche noch läuft. Lol, noch eine Zahl. Okay. Jetzt könnten wir die Kombination, also falls das eine Kombi ist, könnten wir die jetzt da reinklatschen. Um zu gucken, ob wir den Safe geöffnet kriegen. So,
Also, wir haben 9. 1, 8, 4. Wir fangen mal mit den kleinsten an. Also 1, 4, 8, 9. Nein. Dann 4, 1, 8, 9. Nein. Dann 8, 4, 1, 9. Nein. Dann 9, 4, 1, 8. Nein. Okay, wir sollten vielleicht systematisch vorgehen. Also wenn überhaupt das hier der Code ist. Hat es was mit den Farben zu tun? Weil rot, grün, ich sag jetzt mal braun, violett. Vielleicht gibt's ja noch irgendwo... Ah, ne Hinweis. Also rot, blau, grün, orange. Das würde heißen... Grün ist auf jeden Fall an Part 2. Wenn ich das jetzt so interpretieren sollte. Das ist doch safe rot, oder? Ist nicht orange. Und grün erst recht nicht. Und blau erst recht nicht. So, und das? Ja, das könnte orange sein, okay. Und das wird dann, anstelle von violett, wird es blau sein. Okay. Das heißt, 1, 9, 8, 4. 1, 9, 8, 4. Wir haben Schlüssel. Wofür? Ah! Ich bin ja dumm. 1984. Dein Geburtstag? Oh. Mein Geburtsjahr. Meine Güte. So, jetzt hat er mich... Jetzt ist er ins Haus gekommen. Na, ist ja toll. Ja, hallo? Er hat mich gerade doch beobachtet. Blöde Socke. Ist er jetzt wieder im Haus? Oh ja, er kommt ins Haus. Okay, wir haben jetzt das erste Rätsel gelöst. Aber. Mach mal ein Schloss auf. Ich würde gerne noch die andere Spielfigur finden, aber wo könnte die sein? Und ich glaube auch, dass wir dafür nichtsdestotrotz trotzdem noch die Schere benötigen. Ist nur die Frage, wo ist die Schere? Und wo ist die Figur? Und was finden wir, wenn denn er? Meint ihr, ich finde alle Sachen hier drinnen? Oder sollte ich mir mal hier das Haus gegenüber angucken? Weil in dem Haus gegenüber... Kommen wir wohl rein? Ah, die Scheibenkleister, wir kommen ja gar nicht überall rein. Okay, was ist das hier? Spielzeug? Okay. Hasi! Guck mal, da ist auch ein Hasi. Aber vielleicht finden wir ja hier die Spielfigur vom Jungen. Aber vielleicht auch nicht... Okay, wir können hier hoch. Und weiter. Aber hier ist ein Baumhaus. Okay. Kann ich hier hoch? Nee. Ach, warte mal, ich muss... Ah, guck mal, ich muss hier irgendwie aufs Dach kommen und wahrscheinlich über den Ast hier hochgehen. Hier komme ich auf Baumhaus. Aber wie nice, dass hier ein Trampolin ist. Ja, okay, gut. Dann erklärt sich das Ganze, wie ich da hinkomme. Geht das? Ja. Lol, wo sind wir denn hier? Ist das das Baumhaus von dem Jungen, den er entführt hat? Was hier? Zeichnung. Gibt es hier irgendwie das Spielzeug von dem Jungen? Okay. Ah, lol.
Ach so, das soll ich jetzt nachbauen. Oder wie? Er hat es in die Luft gestreckt. Okay, warte. So. Null. Jetzt habe ich einen Hebel. Was kann ich mit dem Hebel machen? Okay, hier können wir die Leiter runternehmen. Okay, cool. Ist auf jeden Fall ein bisschen rätsellastig. Oh, jetzt haben wir die Weiche umgestellt. Was passiert denn jetzt? Lol, hier ist die Schere. Ja, okay. Nice. Na, dann schiebt mal die Schere raus. Tschub, tschub. Könnte der Junge sein Sohn gewesen sein? Also ich sag mal so, möglich ist es. Aber sein Sohn, also mit seinem Sohn so umzugehen, weiß ich nicht. Wir hätten übrigens auch die Treppe nehmen können. Warum gehe ich denn jetzt hier runter? Achso, wir wollen einfach mal ausprobieren, ob gibt es Fallschaden? Okay, es gibt ein bisschen Fallschaden. So, mit der Schere können wir doch jetzt bei unserem netten Nachbarn hier rein. Okay, er ist jetzt gerade dahin. Warte mal, wir lenken ihn ab. Wir haben ja überall hier so ein paar kleine Ablenkungsmanöver. Hey, war doch gerade was. Achso. Wo ist denn er? Hä? Lass mich durch. Ich will nämlich einmal ganz kurz hier Ihmchen hier aufmachen. Hey, kurz uns hier im Schrank verstecken. Und wenn er da hingeht... Ganz schnell. Und hier hinterm Bild ist doch bestimmt auch wieder was. Mach auf! Was ist das denn? Okay, hier geht's noch weiter. Ah, hier brauche ich einen Schalter. Oh Gott, er verfolgt mich. Ich weiß nicht, was ich gerade aufgenommen habe. Was war das? Also, wir können mal kurz... Nee, können wir nicht. Ich kann nicht ins Inventar gucken, während ich im Schrank bin. Was ist das? Okay, das wollte ich nicht. Okay, also wir sind jetzt zumindest eine Etage höher und wir müssen ein Foto zusammensetzen anscheinend hier auch. Wie ist er denn? Er kommt jetzt aber nicht hier rein, oder? Oh, er hört sich ein bisschen näher an, als mir lieb ist. Okay. Und hallo, ich kann da mit... Hat der Kameras hier irgendwo angebracht? Ich kann damit Überwachungskameras hier anschauen. Ich finde die Sounds, die er macht, immer irgendwie ganz witzig. Der hört sich immer ein bisschen verwirrt an. Ah, okay, ich könnte ihn hier reinloggen. Jetzt die Frage, will ich das? Ich habe mich hier noch nicht genug umgesehen, glaube ich. Aber hier gibt's auch nichts, ne? Also es gibt hier noch so ein Ding, wo ich einen Schalter einsetzen kann. Jetzt wäre die große Frage der Fragen. Warte kurz. Hier muss ich was zerschneiden. Schere. Okay. Die große Frage der... Ach, guck mal hin, hier ist der Schalter. Ob ich den... Ich wollte mich gerade sagen, ob ich den Schalter nehme. Nein. Für ein Haus. Eine Batterie. Hey, was mache ich jetzt mit der Batterie? Crowbar. Ich kann nicht mehr mitnehmen bald. Das ist nicht gut. Ich könnte eine Kamera aufstellen. Okay, verstehe.
Ich verstehe. Warte mal, dann schmeißen wir mal die Crowbar kurz weg. Ich pack die Kamera mal. Kann ich die hier ranbringen? Lol. Ich kann die Kamera hier einfach anbringen. Jetzt gehe ich mal ganz kurz hier oben ins Geheimversteck. Und schmeiß mal kurz die Batterie. Einfach mal hier hin. Lol. Das nenne ich ja mal nicht schlecht. Also das finde ich cool. Dass du hier so Kameras aufbauen kannst. Um das Haus dann zu überwachen. Komme ich nie wieder raus. Aber ich würde das auch erstmal hier lassen. Die Schere nehme ich mal mit, weil die Schere ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dass wir die haben. Okay. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wir hier in dem Haus, glaube ich, so ziemlich alles finden müssten. Also von den Figuren her hier, ne, dass hier so eine Spielfigur hinkommt. Was ich mitnehmen sollte? Nee. Und oben. Aber oben muss ich auch gestehen, oben steht er jetzt die ganze Zeit blöd rum. Ich würde gern gucken, was da hinten ist. Oder kann ich mich... Au! Also, wie hat er mich gesehen? Ich war doch unterm Tisch. Kann ich ihn einfach hier hinlocken? Dass er in die Küche geht? Ja. Geh erstmal hier hin. Weil ich nicht weiß, ob das okay ist mit dem... Nicht, dass der jetzt hier reinkommt. Kommt der? Nee, ne? Er steht wahrscheinlich wieder vor der Tür. Zuzumachen? Hat er das jetzt gehört? Ich hoffe nicht. Und alles nur, weil ich meine Kamera wieder haben will. Okay, bei den Spielzeugen sollten wir, glaube ich, aufpassen, weil die machen Geräusche. Hatten wir vorher nicht bekommen. Hä? Ja, da komme ich nicht so schnell hin. Das heißt, ich muss hier irgendwo Gewicht draufpacken. Ist die Frage... Hier brauche ich die Batterie. Ich fass es nicht. Wir können ja mal ausprobieren. Also jetzt müsste er ja kommen, weil wir waren ja laut. Tür geht auf, okay. Der hat mich nicht gesehen. Safe hat er mich nicht gesehen. Bin extra. So gerannt. Das ist die Frage, sucht er jetzt nach mir oder bleibt er jetzt da oben? Ah, ich höre ihn, ich höre ihn. Ich glaube, er sitzt hier rechts neben mir. Nee, doch nicht. Okay, wir gucken uns mal ganz kurz hier das an. Ah, er steckt noch hier oben. Kommt jetzt gerade runter. Okay, okay. Mit einem Donut.
und geht erstmal dahin. Okay. Heißt, wir nehmen uns jetzt hier die Dings. Wir nehmen den hier auch vorsichtshalber mit. Packen jetzt hier die Batterie rein. Ich hoffe, er ist noch unten. LOL. Okay, ich hätte jetzt gedacht, ich kann mit dem Auto. Hätte ich jetzt gedacht, dass wir diese Druckplatte, meine Güte, heute fehlen mir aber auch die Worte, diese Druckplatte quasi raus hätten suchen können, um dass der Schrank da safe ist. Aber nee, nein. So, ist der jetzt hier wieder hier oben oder nicht? Nein. Okay, warte. Hier kann ich auch noch was aufmachen. Ich habe die Crowbar nicht mehr. Wo ist die Crowbar? Mal so mitnehmen? Ja, kann ich. Und was ist das für ein Raum? Was ist das denn? Ah! Haben wir so ein Piece hier, so ein Stückchen von seinem Foto. Also uns fehlen wahrscheinlich noch zwei Fotos. Wo ist denn das? Ist nur die Frage, wo finden wir die Sachen? Okay. Lass uns mal ganz kurz akklimatisieren. Also, wir haben jetzt noch einen Schlüssel. Den können wir ja schon mal gucken, ob wir den einsetzen können. Wenn ich weiß, wo er ist. Shit. Okay, wo geht er hin? Was macht er da? Was auch immer er da gerade macht. Ich weiß es nicht. Okay, wir haben den Schlüssel gefunden. Wir haben die Puppe noch nicht gefunden. Da wird wahrscheinlich dann auch nochmal ein Schlüssel zum Vorschein kommen. Wir haben den Safe offen. Wir haben eine Kamera gesetzt. Ja. Und ja. Wo könnten wir jetzt noch hingehen? Hier haben wir die 1. Haben wir hier noch irgendwelche Hinweise? Außer, dass hier die 1 jetzt mittlerweile ist. Anscheinend hat er hier meine Spielzeugdinger wieder umsortiert. Aber hier ist nichts weiter drin. Hier auch nicht. Jetzt bewege ich auch noch die Steine. Das Ding kann ich auch, weiß ich auch noch nicht, wie ich das gelöst bekomme. Also nicht richtig. Wobei, wir können ja mal gucken. Ist der immer noch da? Okay, er scheint da irgendwie entweder festgehangen zu sein oder es ist verbuggt. Aber wir haben hier nämlich SEG. Aber wir haben kein S, kein E und kein G an dem Rädchen hier, ne? K. Nee. Okay, haben wir auch alles nichts. Nichts, keine Hinweise, kein nichts. Okay, Chat, habt ihr noch Ideen? Hier ist jetzt auch nichts weiter an Hinweisen. Hier kann ich auch nichts machen. Warte mal. Was erblicken da meine Äuglein? Schere? Was ist das denn?
Gewicht? Lol. Kann ich nochmal die Schere ganz kurz haben? Okay, warte mal, mit dem Gewicht. Mit dem wunderschönen Gewicht können wir doch die Platte auslösen. Lalalala. Können jetzt hier ganz in Ruhe. Okay. Das war's? Ist ernsthaft? Dafür war das Gewicht da? Wir haben jetzt auf jeden Fall noch das Foto gefunden. Ist auch nichts. Dann fehlt uns jetzt noch zumindest nur noch ein Foto. Das Schlimme ist. Not! Ja, Not. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Okay, Not, haben wir. Ich würde jetzt einfach, weil er hier hinten nämlich noch da ist. Beim anderen war der Hinweis ganz in der Nähe und ging dann automatisch auf. Ja. Oh ja, du bist noch völlig am Essen, ist okay für mich. Okay, ein Schlüssel fehlt uns noch. Das heißt, wenn uns jetzt noch ein Schlüssel fehlt, glaube ich, dass uns einfach das letzte Foto fehlt. Oh, warte mal, hier, die Kissen vielleicht? Gucken wir uns gleich an, warte. Wir schauen erstmal kurz, was jetzt hier unser Nachbar oder, also er ist ja unser Nachbar, aber der Eigentümer halt hier macht. Okay, erstmal macht er nichts. Wir haben den Schlüssel. Nein! Ich hoffe, wir haben den Schlüssel noch. Ja. So, wo ist er? Ist mir egal, wo er ist. Ich gehe über die Küche rein. Und dann machen wir das letzte Schloss auf. Und was können wir jetzt hier? Ist hier unsere Kamera? Wo ist der Sohn? Also nicht der Sohn, sondern wo ist das Kind? Oder meine Cam? Eins von beiden. Okay, er kommt erstmal zumindest nicht hier runter. Ist ja schon mal gut. Was sollen wir denn jetzt hier unten finden, außer dass wir uns hier verstecken könnten? Key stolen? Ja und? Also. Ich bin leicht überfordert. Also wir sind jetzt hier wieder raus, okay. Aber wir haben den Jungen gar nicht gefunden. Ja genau den! Help me! Ja, wo bist du denn? Ach so. Nee. Okay, wir sollten vielleicht dem hier hinterher. Okay. Wo ist er denn hin? LOL! Als ob! Wo soll er denn jetzt bitte sein? Warum sehen alle Häuser so creepy jetzt auf einmal mittlerweile aus?
Okay, komme ich nicht rein? Hä? Ich bin verwirrt. Ich denke, wir haben jetzt den Schlüssel zum Museum. Na, da lasse ich doch, da gucken wir doch mal gerne rein, ob wir da ins Museum rein können. Das würde mich jetzt natürlich nochmal richtig schön interessieren. Das Museum ist auf jeden Fall auf. Herr Junge, warum hast du denn auf einmal recht? Okay, wir können eine Schaufel nehmen. Ich hoffe zur Verteidigung. Er fällt einfach um. Warum fällt er denn jetzt um? Vor Müdigkeit? Die Schaufel genommen und sind einfach umgekippt. Und hatten einen Albtraum. Wo sind wir jetzt hier schon wieder? Wir haben die erste Nacht abgeschlossen. Okay. Also ich würde sagen, die erste Nacht haben wir abgeschlossen. Damit würde ich jetzt die... Und den ersten Fall auch abgeschlossen. Fall abgeschlossen, Tag 1 abschließen. Okay. Ja. Das gerne, also ich würde jetzt sagen, wir beenden für heute erstmal, zumindest das, für YouTube. Wenn ihr gerne mehr von Hello Neighbor sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann spielen wir es gerne weiter. Ansonsten lasst gerne ein Like da und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, ein Abo da lassen und ich sage erstmal bis dahin, reingehauen.